Weltraumbahnhof Baikonur. Von hier aus gelang der Menschheit erstmals die Reise in den Kosmos, der Sprung ins All. Ein Ort der großen Träume und Illusionen. In der Hochzeit des Kosmodroms mühten sich hier 30.000 Menschen im Zeichen der Raketen. Seit über 50 Jahren ein Ort der Triumphe, aber auch der Tragödien russischer Raumfahrt. Jahrzehntelang ein exponierter Schauplatz des Kalten Kriegs, voller Geheimnisse, Mythen und Legenden. Für mich persönlich war die Arbeit auf dem Kosmodrom eine Ehre. Ich bin stolz darauf, dort 14 Jahre gearbeitet zu haben. Es ist ein grauenhafter Dienstort. Früher rissen sich die Raketenoffiziere darum, dorthin zu kommen, obwohl es immer ziemlich schwierig war. Jetzt will niemand mehr dorthin. Raketenstartplatz Baikonur, der erste und größte Weltraumbahnhof. Bis heute ein heiliger Ort für alle Raketschiki, die sowjetischen Eroberer des Weltraums. Nur wenig darüber, was die Menschen hier wirklich bewegte, drang nach außen. Das Kosmodrom Baikonur. Ein unwirtlicher Ort inmitten der kasachischen Steppe. Jahrzehntelang eine Art Terra Incognita, auf keiner Landkarte zu finden. Ein Gelände 80 mal 110 Kilometer groß, fernab von den Zentren der Zivilisation. In Baikonur herrscht strenges Kontinentalklima. Im Sommer ist es 40, 42 Grad heiß im Schatten. Im Winter kann es extrem starken Frost geben. Es gab Jahre, in denen es bis zu minus 35 Grad kalt wurde, mit Stürmen. Also das Klima ist äußerst unangenehm. Äußerst unangenehm. Die Frauen wohnten in von Wanzen befallenen Baracken, ohne Wasser. Wasser gab es nur nachts. Wir mussten 3 Liter Gläser füllen und warteten, bis sich der Schmutz absetzte. Das heißt, es war immer nur knapp die Hälfte des Wassers zu gebrauchen. Mit anderen Worten, 1,5 Liter täglich, um sich zu waschen und um zu kochen. Man musste physisch gesund sein und außerdem moralisch sehr stark. Als der Raketenboom hier Mitte der 50er Jahre losging, gab es zunächst nichts weiter als eine kleine Bahnstation mit dem Namen Tjuratam, an der nur selten die Schnellzüge anhielten. Und ein altes Volkslied, Tjuratam. Wir kannten Tjuratam aus dem Lied. Mein Glück suchte ich an verschiedenen Orten, das Schicksal aber führte mich nach Tjuratam, eine endlose Freiheit für Kamele. Es war eine Wüste, eine herrliche, endlose Wüste mit Tulpen, mit Waranen, mit Skorpionen, mit Weberknechten. Solche Tierchen, die bis zu dir unters Bett krochen. Ein herrlicher Ort, von dem man träumen konnte. Aber von Baikonur hatten wir nie etwas gehört. ''1955 war in Baikonur absolut nichts vorhanden. Es gab nur die Station Tjuratam, ein völlig unbedeutender Eisenbahnhaltepunkt und eine kleine Siedlung. Ich wiederhole, es gab dort nichts. Man fing bei Null an. Als ich von meiner Versetzung dorthin erfuhr, war das Einzige, das man uns mitteilte, dass wir in den mittleren Teil Russlands kommen. Damals hieß es natürlich in den mittleren Teil der Sowjetunion. Die Adresse war Bahnhof Tjuratam. Als wir auf der Karte im mittleren Teil des Landes suchten, konnten wir diesen Haltepunkt jedoch nicht finden. Wir wussten im Prinzip überhaupt nicht, wo wir eigentlich hinfahren. Wir hatten nur diesen Bestimmungsort, irgendein Militärgebiet mit irgendeiner Nummer. Die ersten Bilder vom neuen Kosmodrom.
1955, nach dem Befehl zur Errichtung des Atomraketenstartgeländes, kommt schnell Bewegung in die gottverlassene Gegend. Immer mehr Militärs bevölkern den geheimnisvollen Ort mit der Maßgabe strengster Geheimhaltung. Niemand soll erfahren, wo sie den neuen Atomraketenstartplatz errichten. Es waren schon einige Leute da, als ich ankam. Als Unterkunft waren Eisenbahnwaggons vorbereitet worden. Außerdem Zelte, Unterstände und Baracken. Das waren damals unsere Unterkünfte. Valentin Anochin ist 19 Jahre, als er nach Baikonur kommandiert wird. Er gehört zu den ersten im geheimen Raketenreich, die hier ihre Arbeit beginnen. Bei nahezu allen Großereignissen der nächsten Jahre wird er mit seiner Kamera dabei sein. Auch die Anfänge hat er auf Film festgehalten. Die Bauarbeiten in den Weiten der Steppe laufen auf Hochtouren. Kreml-Chef Nikita Khrushchev und seine Atomstrategen setzen auf Interkontinentalraketen, mit denen sie die USA unter Druck setzen können. Die Baugrube für den Startkomplex wuchs und wuchs. Die Maße waren beeindruckend. Es wurden ca. 1 Million Kubikmeter Erdreich ausgehoben. Wissen Sie, damals hatte noch nicht jeder eine genaue Vorstellung davon, wie so eine Rakete fliegt, wie das alles funktioniert. Niemand wusste so richtig, was für einen Startplatz dafür benötigt wird. Und so wurde eine sehr, sehr tiefe Baugrube ausgehoben. Der Bau Baikonurs ist eine Heldentat. Vergleichbar mit den Heldentaten, die unsere Armeen während des großen Vaterländischen Krieges vollbracht haben. Es waren Soldaten, die das aufgebaut haben. Nach nur 2 Jahren fieberhafter Bau- und Entwicklungszeit ist der monumentale Startplatz schließlich fertig. Noch 1957 soll die erste sowjetische Atomrakete zum Jungfernflug abheben. Die neue R-7-Rakete, die bis dahin mächtigste Rakete der Welt. Das Meisterstück sowjetischer Ingenieurskunst. Tausende Militärbedienstete mühen sich, die neuartige Technik zum Fliegen zu bringen. Der erste Startversuch. Niemand weiß, wie sich der tonnenschwere Koloss gebärden wird. Ein Fehlschlag. Auch der nächste Versuch, wenige Wochen später, misslingt. Noch scheint die neue Technologie äußerst störanfällig. Die Rakete erweist sich zunächst als ein technisches Monstrum voller Tücken. Sie explodierte in der Luft. Und eines der Seitenteile kam direkt auf mich zu. Es hatte schon keinen Zweck mehr, wegzulaufen, obwohl ich zu meiner Zeit Sprintmeister war. Zum Glück beschloss die Rakete aber, mich zu verschonen. Danach kam der Befehl, die Rakete zu siezen. Wahrscheinlich muss man eine Rakete genauso wie eine noch unbekannte Frau mit Sie anreden. In diesem Sinne fordert die Rakete sogar viel mehr Verehrung, mehr Hingabe als die allerschönste Frau. 3 Monate später, im August 1957, klappt der Start der R-7-Rakete, mit der später Atombomben an jeden beliebigen Ort der Erde transportiert werden können. Der erste erfolgreiche Start. Der heimliche Herrscher, Chefkonstrukteur Sergei Koroljow, der sowjetische Werner von Braun. Ein Mann geachtet und gefürchtet von allen hier. Zu Füßen seiner Schöpfung, der mächtigen R-7, von den Eingeweihten liebevoll Siemorka genannt, die Koseform von Siem 7. Koroljow ist ein ebenso energischer wie eigenwilliger Mensch. Besonders Frauen, von denen es in Baikonur einige in den Funk- und Montageabteilungen gibt, haben es nicht leicht mit ihm. Meine Freundin, sie stand einmal da, in Hosen, mit einer netten weißen Bluse und einem Schal. Und da sehen wir, wie Koroljow kommt. Koroljow sieht Kira Belosotskaya, so hieß meine Freundin. Er geht zu ihr,
lächelt sie an und bindet ihr den Schal zu. Alle, auch die Offiziere, sind fassungslos. Und sie steht da, kreidebleich, halb tot, halb lebendig. Sie erzählte mir dann, weißt du, was er zu mir gesagt hat, als er mir den Schal zuband? Häschen, verpiss dich, auf der Stelle, verschwinde. Das Herausfahren der Rakete ist nämlich eine heilige Sache, so sah das Koroljow. Der Startplatz bleibt für Frauen tabu. Aberglauben im Hightech-Reich? Der Erfolg scheint dem ehrgeizigen Koroljow recht zu geben. Im Oktober 57 dann die erste Weltsensation des sowjetischen Raketengenies, Sputnik 1. Eine Sensation fast aus Versehen. Obwohl Koroljow seine R-7-Rakete zuallererst für die Militärs entwickelt, träumt er heimlich auch davon, damit in den Weltraum vorzustoßen. Nach dem ersten erfolgreichen Start im August wittert er nun plötzlich seine große Chance, den ersten Kosmos-Coup zu landen. Der zweite Start der Interkontinentalrakete sollte am 4. Oktober stattfinden. Und Koroljow sagte, warum denn unbedingt mit diesem schweren Atomsprengkopf? Lasst uns eine leichte Kugel nehmen, ist doch egal. Und man sagte, naja, was soll's? Soll doch dieser Verrückte seine Kugel abfeuern mit diesem Sender, der nichts weiter konnte als piepsen. Außer Koroljow scheint in der Sowjetunion zunächst niemand die Dimension dieses Unternehmens zu erfassen. Der erste künstliche Mond. Niemand von uns reagierte darauf. In der Pravda wurde lediglich ein Fünfzeiler veröffentlicht, dass ein künstlicher Erdsatellit gestartet worden war. Das war alles. Die ganze Welt stand Kopf, dass die Russen so etwas tun konnten. Und dann reagierte Chruschtschow auch darauf und machte aus dem Sputnik einen Sieg. Die Weltpresse überschlägt sich. Doch keine Zeitung kann Bilder von der Rakete zeigen. Auch keine Bilder von dem Ort, wo sie gestartet wurde. Nur Zeichnungen. Baikonur, das geheime Raketenreich der Sowjets. Für die US-Geheimdienste nun das wichtigste Ziel. Wo liegt dieser Ort, von wo aus die Sowjets Atomraketen abfeuern können? Auch auf die USA. Wir bekamen dann Berichte, dass irgendetwas südlich des Aralsees passierte, was mit Raketen in Verbindung stand. So entschieden wir, dort einmal hinzuschauen, weil das vielleicht eine Basis für Interkontinentalraketen sein könnte. Wir wussten nicht genau, wo es war, also flog der Pilot entlang der Eisenbahnlinie. Das U-2-Spionageflugzeug in 20 Kilometer Höhe, unerreichbar für die sowjetische Luftabwehr. Wir sahen etwas Schwarzes. Etwa 15 Meilen von der Eisenbahnlinie entfernt. Es war offensichtlich, dass das eine Abschussrampe war, und die wollten wir sehen. Das war im September 1957. Das entscheidende U-2-Foto. Damit hatten wir eine gute Vorstellung davon, dass das die sowjetische Hauptbasis für Atomraketen ist. Es musste ein Name gefunden werden. Es war meine Aufgabe, der Anlage einen Namen zu geben. Und ich stellte fest, dass es keine guten amerikanischen Karten von dem Gebiet gab. Wir gingen zur CIA-Kartenbibliothek und ich fand eine deutsche Wehrmachtskarte. So wurde die Anlage benannt auf der Basis dieser deutschen Karte. Bahnhof, Eisenbahnstation, Tjuratam. Die Anwohner in der kleinen kasachischen Siedlung Tjuratam wissen von alledem, was da in der Steppe um sie herum passiert, nicht viel mehr als die CIA. Das Testgelände ist riesig. Und selbst die Beschäftigten können sich dort ohne entsprechende Papiere nicht frei bewegen. Baikonur, ein Ort der Militärs und Atomstrategen. Inzwischen arbeiten die Militärs bereits an einer weiteren Atomrakete, der R-16, die wesentlich kleiner und effektiver sein soll als die R-7 und wesentlich schwerer auszuspähen. Die Kremlführung macht Druck auf die Entwickler. Pünktlich zum Revolutionsjubiläum 1960 soll die neue Superwaffe zum ersten Mal abheben. Der Oberkommandierende der Raketenstreitkräfte, Marschall Nedelin, wird extra nach Baikonur beordert.
Nijelin hat Chruschtschow ständig berichtet, wie die Situation ist, welche Arbeiten durchgeführt werden und wie es vorangeht. Es war zweifellos so, dass gesagt wurde, werdet endlich fertig mit der Arbeit. Es muss das Geschenk zum Feiertag der Oktoberrevolution her. Das war bei uns in Russland so Sitte. Was soll man da machen? Zu jedem Fest oder Feiertag wurden irgendwelche Geschenke vorbereitet. Obwohl viele der Insider vor Ort der Meinung sind, dass die neue Rakete noch nicht ausgereift ist, kommt dennoch grünes Licht für einen ersten Start. Am 24. Oktober kommt der Befehl zum Betanken. Die R-16 wird startklar gemacht. Eine harte und gefährliche Arbeit unter Schutzausrüstung. Der neue Treibstoff Salpetersäure ist äußerst tückisch. Der Test der Elektrik an dem vollgetankten Booster ist streng verboten. Trotzdem findet er statt. Dann betätigt jemand einen Kippschalter, der eigentlich nicht bedient werden darf. Die Katastrophe. Dann gab es plötzlich einen Knall. Eine Explosion. Es wurde sofort dunkel. Alles verfinsterte sich. Es kam ein Windstoß von der Rakete direkt auf mich zu. Als wir das sahen, haben wir sofort die Kameras eingeschaltet. Eine Chance, wenn auch nur eine kleine, haben nur jene, die sofort losrennen. Alle Menschen flüchteten. Sie kamen von allen Seiten angelaufen. Wir haben dann begonnen, die panisch Flüchtenden irgendwie einzufangen. Dann stellten wir fest, dass die Augen bei vielen, wie soll ich sagen, zunächst irgendwie bleich und dann ganz weiß wurden. Wie gekochte Eier. Alles hat gebrannt. Die Kragen brannten lichterloh. Unsere ganze Kleidung brannte. Alles. Das waren keine Stuntmänner, die dort lichterloh brannten. Das waren unsere Leute. Und wir konnten ihnen nicht helfen. Es war furchtbar. Unsere Aufgabe war es aber zu filmen. Unsere Aufgabe war es, das zu filmen, so wie auch Kameramänner im Krieg gezwungen sind, das Kriegsgeschehen zu drehen. Das heißt, Ereignisse müssen aufgenommen werden. Ob das nun tragische Ereignisse sind oder keine tragischen. Die R-16-Katastrophe vom Oktober 1960, die größte Tragödie des Raketenzeitalters. Über 100 Menschen sterben in dem Inferno. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute nicht bekannt. Es war schrecklich. Es war so grausam, dass mir am zweiten Tag nach der Katastrophe plötzlich alle Zähne ausgefallen sind. Seither muss ich ein Gebiss tragen. Filmbilder vom Tag danach. Öffentlich nicht gezeigte Aufnahmen der Militärs mit dem Vermerk streng geheim. Ein Bild des Schreckens. Von vielen Opfern sind nur eingeätzte Schatten auf dem Beton geblieben. Vom obersten Raketenchef Nijelin findet man nur ein Schulterstück seiner Uniform. Zwei Tage nach dem Inferno werden die Opfer in einem Massengrab bestattet. Aus Moskau ist extra Leonid Brezhnev angereist. Das Denkmal für die Opfer im Zentrum Baikonurs, ein unübersehbares Mahnmal. Die Katastrophe vom 24. Oktober 1960, der tragische Tiefpunkt in der Geschichte des Kosmodroms. Die Öffentlichkeit erfährt nichts von alledem. Die R-16-Tragödie bleibt eines der bestgehüteten Staatsgeheimnisse der Sowjetunion. Nichts darf aus dem hermetisch abgeschirmten Kosmodrom nach außen dringen. Wir konnten nicht erzählen.
Wir standen ständig unter dem Druck des KGB. Sogar wenn wir in den Urlaub fuhren, wurden wir verfolgt, dass wir ja nichts erzählen. Wenn du im Zug gefahren bist und in das Restaurant gegangen bist und dort gegessen hast und dich unterhalten, kam nach einer halben Stunde ein Bediensteter des KGB und hat auf deine Schulter geklopft und hat dir gesagt, es ist Zeit, geh zurück auf deinen Platz. Nur wenige Wochen nach der Katastrophe, wie immer streng geheim, beginnen die Vorbereitungen zum ersten Kosmosflug eines Menschen. Aufgeschreckt durch das Unglück kommt es aber zu Terminverschiebungen. Dann Ende März 1961 beginnt die heiße Phase des Unternehmens. 6 Kosmos-Anwärter treffen in Baikonur ein. Koljow persönlich gibt Gagarin und den anderen 5 Kandidaten für den bevorstehenden großen Flug den letzten Schliff. Noch weiß niemand, wer fliegen wird und wann. Die endgültige Entscheidung wird in Moskau getroffen. Trotz der enormen Risiken drängt die Kreml-Führung im Wettlauf mit den USA, den Flug so schnell wie möglich zu starten. Die staatliche Kommission traf eine riskante Entscheidung. Heute würde natürlich niemand mehr eine solche Entscheidung treffen. Die Vorgesetzten sind viel feiger geworden. Doch damals gingen wir dieses Risiko ein. Wir wussten sehr genau, dass wir ein Risiko eingehen. Die R-7-Rakete mit dem Vostok-Raumschiff auf dem Weg zur Rampe. Starttermin soll der 12. April 1961 sein. Das sogenannte Teehäuschen am Ufer des Sirdarya in Baikonur. Ein Ort für besondere Anlässe. Hier versammelt Chefkonstrukteur Koroljow am Vorabend alle 6 Kosmonautenkandidaten. Die K-Frage war inzwischen entschieden. Juri Gagarin soll als erster Mensch in den Kosmos fliegen. Kosmonaut Nummer 1 versichert noch einmal, dass er sein Bestes geben wird, als Kommunist und Kosmonaut. Nach diesem kurzen Treffen gingen sie am Ufer des Sirdarya entlang. Ich filmte Koroljow und Gagarin. Koroljow war natürlich besorgt. Er sagte zu Gagarin, du hast alles, was du brauchst. Proviant, eine Pistole, falls du eine brauchen solltest, eine Funkverbindung. Alles ist vorhanden. Wir lassen dich nicht im Stich. Der 12. April 1961. Gagarin auf dem Weg zu seinem Vostok 1 Raumschiff. Er scheint zuversichtlich, als er die Treppen hochstapft. Wie gefährlich sein Flug ist, kann er nur ahnen. Nur die Fachleute wissen, wie riskant dieses Unternehmen tatsächlich ist. Schließlich liegt die berechnete Überlebenswahrscheinlichkeit von Kosmonaut Nummer 1 bei lediglich 47%. Beim Start Gagarins befand ich mich im Bunker am Pult zwischen den 2 Periskopen. Koroljow war sehr nervös. Sehr nervös. Er war nicht Raucher, aber vor dem Start fing er an zu rauchen. Er hatte ein so angespanntes Gesicht, dass es einem leid tat, wenn man ihn so sah. Es war sehr schwer für ihn. Es gab viele Ängste und Befürchtungen. Ich will ehrlich sein. Als einer der Konstrukteure der Trägerrakete fürchtete ich vor allem eine Explosion beim Start. Ein Versagen der Trägerrakete. Dann hätten wir nicht gewusst, wie wir das Leben Gagarins retten können. Dann 9.07 Uhr, der Start. Die gefährlichste Phase der ganzen Operation. 4 der 7 zuvor gestarteten Raketen waren dabei explodiert. Diesmal aber ein Bilderbuchstart. Der historische Flug nimmt seinen Lauf. Und nicht ein einziger Journalist ist zugegen. Die Filmbilder der Militärkameramänner bleiben unter Verschluss. Alle diese Bilder werden erst Jahre später freigegeben. Die Welt muss sich vorerst mit den Gagarin-Jubelbildern aus Moskau begnügen.
Bereits zwei Tage nach dem riskanten Start vom Kosmodrom wird Juri Gagarin in Moskau als der neue Held bejubelt. Baikonur, von wo aus Gagarin zu seiner Heldentat aufgebrochen ist, kommt in den Berichten der sowjetischen Medien noch immer nicht vor. Ebenso geheim bleiben die Namen der Konstrukteure und Techniker, die in Baikonur rund um die Uhr arbeiten. Und das unter schwierigsten Lebensbedingungen. Das größte Problem in Baikonur, das Wohnungsproblem, wie überall in der Sowjetunion. Als meine Frau nach Baikonur kam, sie war damals schon in anderen Umständen, konnte man dort nirgendwo unterkommen. In dem Zimmer in unserem Hotel waren drei Offiziere untergebracht. Meine Frau und ich schliefen in dem vierten Bett. Zu diesem Zeitpunkt war meine Frau im sechsten Monat. Nach einiger Zeit hat man uns dann das Leben ein wenig erleichtert. Wir bekamen ein anderes Zimmer. In diesem Zimmer waren zwei Familien untergebracht. Meine hochschwangere Frau und ich und die andere Familie mit einem 10 Monate alten Baby. Als Chruschtschow in Amerika war und dort mit amerikanischen Raumforschern sprach und gefragt wurde, wie es unseren Raumforschern geht und wie sie leben, da antwortete er sehr schlau und absolut hundertprozentig richtig. Sie leben so, wie Sie sich das nicht im Traum vorstellen können. Das sogenannte Gagarin-Haus in Baikonur. Eigentlich eine privilegierte Behausung. Kosmonaut Nummer 1 verbrachte hier die Nacht vor seinem historischen Flug. Aber selbst die Unterkunft des ersten Kosmonauten der Welt scheint nicht besonders luxuriös. Obwohl das Häuschen zuvor sogar das Domizil des obersten Raketenchefs Nedelins gewesen war, bis zu dessen Tod bei der R-16-Katastrophe. Spartanische Lebensumstände. Militärische Einfachheit. Kein leichtes Leben. Es gab echte Probleme, besonders mit den Kindern, denn es gab auf dem Gelände keinerlei Hauswirtschaft. Das bedeutete, dass es im Prinzip keine Möglichkeit gab, frische Milch zu kaufen. Also besorgten wir die Milch aus den nächstgelegenen Orten. Der nächste Ort befand sich in 60 Kilometern Entfernung und der übernächste war 90 Kilometer weit weg. Das bedeutete, wenn man Milch brauchte, musste man irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr nachts aufbrechen, um sie zu kaufen. Wir dachten nicht darüber nach, dass das schwer ist. Schwierigkeiten sahen wir nur bei der Arbeit. Alles andere war nicht der Rede wert. Wir waren jung und sehr begeistert. Wir waren erfüllt von unserem Patriotismus, den wir im Blut hatten. Wir wurden damit schon geboren. Und ich sage noch heute, das war die glücklichste Zeit in meinem ganzen Leben, in meinem Berufsleben. Ich sage immer allen, ich bin sehr glücklich, weil ich bei allen großen Ereignissen der 60er Jahre dabei sein konnte. Der Gagarin-Flug, der Beginn einer einmaligen Erfolgsserie der Sowjets. Eine Sensation nach der anderen. Der erste Mensch im All, die erste Frau, der erste kosmische Spaziergang. Baikonur als Tor zum Kosmos. Immer mehr Geld fließt in die zivilen, prestigeträchtigen Weltraumunternehmungen. Der Ort blüht auf. Mehr und mehr Menschen strömen in die Steppe. Aus dem ehemaligen Wohnkomplex Nummer 10, nahe der alten Bahnstation Tjuratam, wird eine Großstadt mit 100.000 Einwohnern. Leben für die Raketen. Langsam wird auch das Wohnungsproblem gelöst. Für jedes neue Großprojekt eine weitere Neubausiedlung. Die alten Bilder offenbaren eine trostlose Gegend. Kein Baum, kein Blatt. Die Genossen Kosmonauten selbst betätigen sich als Zugpferde der ersten Begrünungsbewegung.
Mit dem Wasser des nahegelegenen Sirdarya werden mühevoll Bäume und Sträucher hochgezüchtet. 1966 großer sogenannter Subotnik, organisiertes freiwilliges Großreinemachen für einen ganz besonderen Anlass. Die Kremlführung plant, dem französischen Staatschef de Gaulle hier eine ganz spezielle Show zu bieten. Alles wurde gesäubert. Die Balkone wurden neu gestrichen, die Straßen gereinigt, die Bäume geschnitten. Und es wurde in unserem Städtchen das Schild aufgestellt, Svestograd, Sternenstadt. Juli 1966. Der eiserne Vorhang öffnet sich ein wenig. Charles de Gaulle darf als erster Westler, als erster Ausländer überhaupt, das geheime Raketenimperium der Sowjets persönlich in Augenschein nehmen. Die Kremlführung hofft, die Spannungen zwischen dem eigenwilligen Politiker aus Frankreich und der NATO weiter forcieren und ausnutzen zu können. Wir hatten begriffen, dass sich de Gaulle skeptisch gegenüber den Amerikanern verhält. Sie hatten ihn kräftig kritisiert, sodass sich unsere Staatsführung dazu entschlossen hat, ihm das Kosmodrom, das Heiligste des Heiligen, zu zeigen. Uns war das damals natürlich unverständlich, denn für uns wurde alles geheim gehalten. Und hier zeigte man die allerneuesten Errungenschaften der Raketentechnik einem kapitalistischen Staatsführer. De Gaulle und Gastgeber Brezhnev auf dem R-16-Startplatz. Auf dem Besuchsprogramm ein Start der modernsten Atomrakete der Sowjets. De Gaulle war ein würdevoller, gelassener Mensch. Es war schwierig, ihn in Erstaunen zu versetzen. Dennoch, als ich ihn filmte, ich hatte den Auftrag, sein Gesicht zu filmen, da war er sehr aufgeregt, als die Rakete gestartet wurde. Als er die Rakete hat fliegen sehen, hat er immer wieder ausgerufen: kolossal, kolossal, sehr gut, kolossal, kolossal. Brezhnev kann zufrieden sein mit dem Spektakel. Alles läuft nach Plan. De Gaulle wird begeistert gefeiert. Seine zunehmende Distanz zur NATO wird von den Sowjets schließlich als Erfolg verbucht. Dennoch, alles hat man dem hohen Gast nicht offenbart. Beispielsweise das geheime sowjetische Mondlandeunternehmen. Die Amerikaner freilich sind wieder einmal schnell im Bilde über die nagelneue Mondrakete, trotz aller Geheimniskrämerei der Sowjets. Wir hatten sie festgenagelt. Wir beobachteten das Baby und ich kam nicht darüber hinweg, wie groß es war. Es war wie ein großer Zapfen. Wir haben es geortet und wir sahen es deutlich auf der Rampe. Das Mondprogramm der Sowjets steht von Anfang an jedoch unter keinem guten Stern. Der ehrgeizige Plan, die Amerikaner im Wettlauf zum Mond zu besiegen, entpuppt sich schnell als Illusion. Nachdenkliche Gesichter bei den neuen Chefkonstrukteuren. Koroljow war 1966 plötzlich gestorben. Mit dem Tod des eigenwilligen Chefkonstrukteurs verliert das Kosmodrom die entscheidende Kraft, die die sowjetische Raumfahrt so vehement vorangetrieben hat. Seit sein Domizil in Baikonur Museum geworden ist, fehlt dem Kosmodrom der charismatische Antreiber und Visionär. Nachfolger Mishin hat Probleme, an die alten Rekordmarken anzuknüpfen. Im Juli 1969, kurz bevor die USA ihre legendäre Apollo 11 Mondmission starten, in Baikonur der entscheidende Rückschlag für die Sowjets beim zweiten Test ihrer Mondrakete. Der 105 Meter hohe Koloss steigt nur wenige Meter in die Höhe. Dann schalten sich die Triebwerke ab. Das Einzige, was funktioniert, die Rettungsrakete. Das gesamte Startgelände wird zertrümmert.
Wir beobachteten die zwei Rampen, die gebaut worden waren, und sahen dann auch die Auswirkungen. Die Sowjets hatten versucht, das Vehikel zu starten. Es war extrem groß, 317 Fuß lang. Aber es explodierte. Hier kann man deutlich das verbrannte Gebiet sehen. Man kann sehen, dass die ganze Startplattform zerstört war. Aus der Traum. Überreste der sowjetischen Mondrakete als Kinderspielplatz. Nachdem die USA den Wettlauf zum Mond gewonnen haben, wird das sowjetische Mondprojekt still und heimlich eingestellt. Für die Öffentlichkeit hatte es dieses Programm nie gegeben. Der Raketenfriedhof von Baikonur. In den 70er Jahren finden Bauteile des Superboosters sogar Verwendung beim Bau von Schweineställen im Kosmodrom. Baikonur am Ufer des Sirdarya bleibt für die Weltöffentlichkeit weiterhin ein abgeschirmter, geheimnisvoller Ort. Obwohl die CIA mit ihren neuen Aufklärungssatelliten stets gut im Bilde zu sein scheint über alles, was sich hier hinter den Zäunen abspielt. Wir fanden heraus, dass die Leute unten in Tjuratam wussten, dass sie fotografiert wurden. Und ich bin sicher, dass es ein Warnsystem gab, das signalisierte, wenn unser Satellit vorbeikam. In der Winterzeit stampften sie häufig Botschaften. Es waren russische Botschaften in den Schnee wie "Fickt euch, Amerikaner" oder schlimmer als das. Sie waren sehr vulgär. Wir haben das gesehen und fertigten entsprechende Dossiers an, die wir dann dem Präsidenten vorlegten. Ich habe mir damals auf einer Aufnahme, die unsere Spionage-Sputniks gemacht hatten, Cape Canaveral angesehen. Und da war mir klar, dass die Amerikaner genauso gut informiert waren über uns. Es gab keine Geheimnisse mehr. Mitte der 70er Jahre verliert das Kosmodrom endgültig den Nimbus der Terra Incognita. Im Zuge der Entspannungspolitik steht nun sogar ein sowjetisch-amerikanisches Weltraumunternehmen auf der Tagesordnung. 1975 dürfen erstmals Amerikaner Baikonur direkt in Augenschein nehmen. Im Gagarin-Bus auf Erkundungstour für das gemeinsame Soyuz-Apollo-Programm. Glenn Lani, der erste US-Bürger im sowjetischen Raketenreich. Der Gast aus dem Feindesland darf die geheime Technik sogar aus nächster Nähe begutachten. Auch dort, wo keine Satellitenkameras hinreichen. Die Sowjets scheinen sogar bereit, auf die Forderung nach einer Live-Übertragung einzugehen. Wir hatten die Strategie, die Öffentlichkeit über das, was in unserem Weltraumprogramm vor sich geht, zu informieren. Und wir versuchten, das nun auch in der Sowjetunion unterzubringen. Im Zuge der Diskussion war das Konzept einer Live-Übertragung des Starts natürlich ein wichtiges Thema. ...1975 dann die erste Live-Übertragung aus Baikonur. Live-Bilder auch von der Kopplung im All. Das erste Treffen von Kosmonauten und Astronauten im Orbit. Die Amerikaner Stafford und Slayton zu Gast bei Leonov im Soyuz-Raumschiff. Ein erster Hauch von Glasnost in der sowjetischen Medienlandschaft. Live-Übertragungen aus Baikonur, immer öfter sind sie in den 70er Jahren zu bestaunen, der neuen Hochzeit des Kosmodroms. In keinem anderen Jahrzehnt werden so viele Kosmonauten in den Himmel von Kasachstan geschossen wie in dieser Zeit. Baikonur, der Hauptbahnhof ins All. Der Enthusiasmus der Raketschiki scheint keine Grenzen zu kennen, auf der Jagd nach Superlativen. Sowjetische Gigantomanie, die größte Baustelle, die es in Baikonur je gegeben hat. Ende der 70er Jahre beginnen die Bauarbeiten für das wohl ambitionierteste Raumfahrtunternehmen der Sowjets. Von hier aus soll die neue Energia-Rakete die ebenso neue sowjetische Raumfähre Buran in den Weltraum katapultieren. ...1988, Countdown zum ersten Flug des neuen Flaggschiffes der Sowjets. Eine ganze Flotte der neuen Fluggeräte soll bald schon durch den Weltraum rasen. Der heikle erste Start erweist sich als Riesenerfolg. Für alle Raketschiki bis heute der Höhepunkt in der Geschichte des Kosmodroms.
Nach dem Start fuhren wir schnell zum Landeplatz und sahen dann, wie der Buran landete, ohne Pilot, ganz genau auf dem vorgesehenen Fleck aufsetzte. Das rief einen kolossalen Eindruck hervor. Das war ein Eindruck vergleichbar mit dem ersten Sputnik. Das Fluggerät landet vollautomatisch auf 10 cm genau am vorbestimmten Platz. Der Höhepunkt Baikonurs war eindeutig die Zeit, als das Energia-Buran-Projekt geschaffen wurde. Noch einmal sorgt Baikonur für positive Schlagzeilen in der Presse. Dann aber plötzlich das Aus. Der neue Kreml-Chef Gorbatschow stoppt das Buran-Programm. Schluss schon nach dem ersten Flug. Kein Geld, keine Verwendung. Eine der 7 hergestellten Raumfähren verrottet seither in der Steppe. Die Neubauten, extra für das Buran-Personal errichtet, leer und verlassen. Das ganze Kosmodrom scheint zunehmend vom Verfall bedroht. Seit die Zeiten der üppig ausgestatteten Raketenprogramme der Sowjetmacht vorbei sind. Seit der Rubel nicht mehr rollt. Immer mehr russische Spezialisten kehren Baikonur den Rücken. Viele Wohnungen sind verwaist. Ein Teil der dort lebenden Kasachen fing an, alles aus den Häusern herauszuholen, was möglich war. Sie haben die Fenster ausgebaut, die Rahmen dazu, die sanitären Anlagen und so weiter und so fort. Erschütternde Bilder für Veteranen wie Yaropolov, der 1994 noch einmal nach Baikonur zurückkehrt. Das alles bot keinen schönen Anblick. Als ich ankam, ging ich in den Park, in dem die Gräber, die Massengräber liegen von der Tragödie, der Nijelin-Katastrophe. Nun, in diesem Park der Erinnerung war nicht ein einziger Baum stehen geblieben. Für mich sah das alles aus wie Bilder aus Grozny. Das tat mir weh, denn als wir noch dort wohnten, haben wir alles, was dort wuchs, mit unseren eigenen Händen angepflanzt. Wir haben alles jeden Tag gegossen. Dort wächst ohne Gießen nichts. Es ist schließlich Wüste. Als ich mir diese ganze Sache anschaute, fand ich es wirklich schrecklich. Und ich habe beschlossen, dort nie mehr hinzugehen. Wenn man heute in Baikonur herumfährt, kann man Gebäude und Anlagen erkennen, die genutzt werden. Man sieht, dass Ordnung herrscht. Und gleich daneben gibt es verlassene Häuser. Da sieht es aus wie in Karthago. Die Wände, die eingeschlagenen Fenster, verlassene Kasernen. Ich bat schon darum, sie abzureißen, aber niemand ist zuständig. Das ist doch nicht schön. Wir kommen schließlich mit möglichen ausländischen Auftraggebern hierher. Trotz aller Probleme und Zerstörungen der letzten Jahre ist die technische Infrastruktur in Baikonur nach wie vor intakt. 50 Jahre nach Gründung des Kosmodroms ist Baikonur zwar nicht mehr der einzige Weltraumbahnhof, aber der einzige, von dem regelmäßig bemannte Missionen gestartet werden. Russische, aber auch immer mehr ausländische. Güterbahnhof für die Raumstation. Großreine machen der Startrampe für einen amerikanischen Auftraggeber. Noch gibt es ausländische Geschäftspartner. Noch ist Leben in der Steppe. Nicht mehr so oft wie früher. Aber solange Dollar fließen, werden hier auch weiterhin Raketen in den blauen Himmel fliegen. Wie es weitergeht mit dem Kosmodrom, steht aber dennoch in den Sternen.